Tesla war innovationsstark, hat sich jetzt sehr stark konzentriert auf Produktion, hat sich sehr stark darauf konzentriert, zu automatisieren, die Kosten in den Griff zu kriegen, auch die Produktionsqualität in den Griff zu kriegen. Aber dafür haben sie weniger Geld in Entwicklung und Forschung gesteckt und die anderen sind einfach hinten dran. Die haben jetzt das Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt und das heißt, wir haben einfach einen anderen Markt. Andreas Beck hat immer wieder in vielen verschiedenen Interviews davor gewarnt, in die Tesla-Aktie zu investieren, beziehungsweise er hat ganz ehrlich seine Meinung zu diesem Unternehmen geäußert, hat ganz klar kommuniziert, wo er Risiken und Probleme bei Tesla sieht. Und tatsächlich überschneidet sich seine Meinung und seine Prognose sehr stark mit meiner eigenen Meinung. Ich selber war ja sehr, sehr lange in Tesla investiert, bin auch ein sehr, sehr großer Elon Musk und Tesla-Fan, muss aber an die ganze Geschichte sehr rational rangehen, denn es ist für mich ein Investment. Und auch wenn ich sehr, sehr viel Geld mit Tesla verdient habe, viele wissen das von euch, die mich aktiv verfolgt haben, habe ich mich dazu entschlossen, Anfang des Jahres aus Tesla auszusteigen, weil ich einige Probleme gesehen habe. Ich habe auch ganz klar kommuniziert, warum ich aus Tesla ausgestiegen bin und warum ich davon ausgehe, dass die Aktie crashen wird. Jetzt sehen wir tatsächlich nach den ersten Quartalszahlen, da ich auch davon ausgegangen bin, dass dieses erste Quartal nicht so gut sein wird, dass die Aktie eingebrochen ist. Viele Retail-Investoren verstehen das Ganze nicht so wirklich, denn sie sehen eigentlich das erste Quartal als sehr, sehr gut an. Und ich werde dir jetzt ganz genau erklären, auf welche Kennzahlen du achten musst und warum die Aktie tatsächlich abgestürzt ist. Solltest du also diese Art Videos gut finden, dann kannst du mich natürlich gerne unterstützen mit einem Daumen nach oben, kannst diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du auch weiterhin up to date. Und wir beginnen hier jetzt direkt mit dem Tageschart der Tesla-Aktie. Wir werden gleich auch nochmal auf die fundamentalen Kennzahlen eingehen, dann verstehst du auch ganz klar, warum sich der Preis der Tesla-Aktie derzeit so entwickelt. Aber ich benutze immer wieder hier diese Chart-Analytik, um rauszufinden, wann ich in eine Aktie einsteigen oder aussteigen kann aus dieser Aktie. Wir sehen auch zum Beispiel diese Resistance-Linie, die ich euch immer wieder in vielen verschiedenen Videos gezeigt habe. Da hätte man vorher auch immer wieder wissen können, dass man hier zum Beispiel nicht einsteigen sollte, weil der Kurs höchstwahrscheinlich abprallen wird. Es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten bei diesen Analysen und tatsächlich ist es genauso jedes Mal auch eingetroffen. Könnt gerne meine alten Videos anschauen. Da ist der Kurs dann halt immer wieder nach unten gefallen. Jetzt der letzte Crash. Hier sehen wir vorher so eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, der Markt war wirklich unentschlossen, genau an dieser Linie hier. Da ist nicht wirklich etwas passiert. Man hat auf die Quartalszahlen gewartet und dann konnte man jetzt wirklich diesen krassen Drop sehen. Also innerhalb kürzester Zeit ist die Aktie jetzt hier um 13% gefallen, was natürlich wirklich sehr, sehr stark wehtun kann. Eigentlich gehen auch viele davon aus, dass die Erwartungen der Analysten erfüllt worden sind. Ich werde aber ganz klar jetzt erklären, welche Kennzahlen hier entscheidend sind. Wenn ich mir jetzt hier mal die Indikatoren anschaue, dann sehe ich auf jeden Fall, Momentum ist gerade raus. Also das heißt, wir sind jetzt eher negativ behaftet bei der Tesla-Aktie. Beim RSI-Indikator bewegen wir uns langsam aber sicher in den Überverkauft-Bereich. Für mich zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich nach einem Einstieg sucht, um zum Beispiel kurzfristig einen Trade zu eröffnen, aber auch vielleicht langfristig in Tesla einzusteigen oder vielleicht auch Dollar-Cost-Averaging zu betreiben, ist natürlich wie immer keine Finanzempfehlung. Aber die Levels, die ich mir jetzt angucke, ist zum einen hier diese Supportlinie bei ungefähr 155 US-Dollar und dieses sehr, sehr entscheidende Gap, was ich immer wieder in meinen Videos angesprochen habe, bei ungefähr 145 US-Dollar. Denn tatsächlich ist es so, dass diese Gaps hier, wenn man sich das Ganze in den Charts mal anschaut, früher oder später immer wieder geschlossen werden. Dementsprechend werde ich selber natürlich auch nochmal überlegen, ob ich in Tesla wieder eine Position eröffne, je nachdem wie der Gesamtmarkt aussieht und natürlich auch Tesla generell, also die fundamentalen Daten von Tesla, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt, werde ich mir das Ganze überlegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Chart sehen würde, dass wir dieses Gap schließen, zusätzlich sehen wir dann, dass der RSI-Indikator zum Beispiel genau wie hier im Dezember 2022 sehr stark im Überverkauft-Bereich ist, dann wäre das für mich persönlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um wieder in Tesla einzusteigen. Trotzdem muss ich aber ganz klar sagen, wenn wir uns jetzt mal den Wochenchart von der Tesla-Aktie anschauen, sieht es nicht wirklich rosig aus, denn wir haben hier immer noch einen extrem signifikanten Abwärtstrend hier mit dieser Trendlinie. Wir sind nicht mal annähernd an dieser Trendlinie dran, um das Ganze durchbrechen zu können. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die MACD-Linien anschaue im Wochenchart, dann sehen wir haben unser positives, starkes Momentum verloren und wechseln gerade wieder in den Abwärtstrend. Daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Aktie jetzt nicht von heute auf morgen wieder so eine starke Rallye machen wird, wie wir es Anfang des Jahres gesehen haben. Und auch wenn die Aktie jetzt so stark abgestraft wurde, muss man ganz klar sagen, sieht Dr. Andreas Beck die Aktie immer noch als recht teuer an. Und wenn man sich zum Beispiel auch die PE-Ratio anschaut, das ist eine sehr, sehr bekannte Kennzahl, bei der man zum Beispiel Aktien bewerten kann, auf Deutsch auch KGV genannt, dann muss man ganz klar sagen, sieht Tesla im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen noch relativ teuer aus. Also wenn man jetzt wirklich mal anhand so einer Bewertungskennzahl mal sich anschauen möchte, dann muss man einfach ganz klar zugeben, obwohl die Aktie abgestraft wurde, ist sie dennoch recht teuer. Zum anderen haben wir auch zum Beispiel noch ein ganz großes Problem, was ich persönlich sehe und was auch Dr. Andreas Beck so angesprochen hat, dass die Aktie sehr beliebt ist bei Retail-Investoren. Man mag es kaum glauben, aber die Tesla
Tesla-Aktie ist mit die beliebteste Retail-Investor-Aktie. Sehr viele Retail-Investoren sind in diese Aktie eingestiegen. Während dieser Zeit sind aber auch sehr viele große Investoren aus der Aktie wiederum ausgestiegen. Und ich habe euch das schon letztes Jahr angesprochen und gesagt, wir müssen aufpassen, dass die großen Investoren und auch die Insider nicht aus der Tesla-Aktie aussteigen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn je mehr Retail-Investoren einsteigen, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass die Aktie sich jetzt erstmal nicht erholt bzw. nicht wieder nach oben steigt, denn Insider und Großinvestoren haben natürlich auch deutlich mehr Kohle, um zum Beispiel Kurse zu bewegen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen in den letzten Monaten, dann muss man einfach zugeben, so ein Elon Musk hat natürlich sehr viel verkauft, sein Bruder hat sehr viel verkauft, aber auch der ein oder andere Insider ist aus der Aktie ausgestiegen, was alles nicht so positiv ist für den Kurs der Aktie. Daher achte ich persönlich auch weiterhin darauf, was die Insider machen und die Großinvestoren. Für mich ist das jetzt gerade derzeit ein Dorn im Auge, dass so viele Retail-Investoren im Hype sind bei der Tesla-Aktie und Andreas Beck sagt selber ganz klar. Denn man fällt ja als Anleger schon gerne drauf rein. Also man hat eine Aktie, die halt relativ gut steigt, dann nimmt man das als ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ja? Ah ja, ach so, Tech-Aktien steigen also immer irgendwie. Aha, habe ich verstanden. Also gehe ich in Tech, weil es ist ja dann besonders risikoarm, das steigt ja immer irgendwie. Mhm. Hey, die Retail-Investoren sind einfach aufgrund eines Hypes in die Tesla-Aktie eingestiegen. Die sind da tatsächlich ein bisschen anders als die großen Investoren. Viele achten ja auch gar nicht auf die fundamentalen Kennzahlen, verstehen das auch teilweise nicht, können das nicht so analysieren, weil sie gar nicht die Zeit dafür haben. Dementsprechend muss man hier auf jeden Fall aufpassen. Je mehr Retail-Investoren reinkommen, desto volatiler wird einfach diese Aktie. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Grund, warum die Aktie so stark jetzt abgestürzt ist, obwohl man eigentlich meinen mag, dass die Zahlen gar nicht so schlecht sind. Denn wenn man sich mal die fundamentalen Daten von Tesla anschaut, dann möchte man auf den ersten Blick doch meinen, hey, es ist doch eigentlich alles mega gut. Warum ist die Aktie überhaupt so abgestürzt? Die Erwartungen der Analysten wurden doch mehr als erfüllt. Wo sind die Probleme? Denn zum einen hat Elon Musk ja ganz klar kommuniziert, dieses Jahr rechnet man mit 1,8 bis 2 Millionen Fahrzeugen. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel im Q1 einen Rekordwert an produzierten Fahrzeugen und natürlich auch einen Rekordwert an gelieferten Fahrzeugen. Das ist unter anderem auch ein Kritikpunkt, den tatsächlich Andreas Beck angebracht hat, dass er ganz klar sagt, hey, Tesla hat sich so stark auf die Skalierung konzentriert, dass auch zwischendurch die Konkurrenz jetzt an Tesla drankommt. Also das heißt, von der Innovation her, von der Technik her, kommen die anderen Autohersteller immer näher und näher an Tesla heran. Und das ist auch für mich ein großes Risiko, dass zum Beispiel die Konkurrenz an Tesla rankommt. Tesla versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken. Und hier kommen wir auch schon zum ersten großen Problem, warum die Aktie so abgestraft wurde. Denn wir haben zum einen ganz klar natürlich Rekordwerte bei den Produktionswerten, bei der Lieferung. Das alles soweit super. Daher spiegelt sich das Ganze auch logischerweise natürlich auch im Umsatz wieder. Der Umsatz auch extrem stark. Aber der entscheidende Faktor sind die Preise der Tesla-Fahrzeuge. Also anders kann ich es nicht sagen. Also wenn wir es mal anschauen, Tesla hat ganz häufig jetzt die Preise gesenkt, um die Marktanteile insgesamt behalten zu können am Markt. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, also das möchte ich auf jeden Fall nicht absprechen und das ist auch definitiv der richtige Move vom Management von der Tesla-Aktie, das zu machen. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt hier das Ganze nochmal anschauen und das ist das, was ich euch immer wieder gesagt habe in den alten Videos, ey Leute, passt darauf auf, auch wenn der Umsatz steigt, auch wenn jetzt zum Beispiel mehr Autos produziert und geliefert werden, passt auf die Bruttomarge bei Tesla auf und wir hatten hier einen ganz klaren Trend erkannt, den ich auch zum Beispiel im letzten Video angesprochen habe. Es geht die ganze Zeit nach unten und jetzt haben wir hier sogar die magische Grenze von 20% durchbrochen. Das ist definitiv nicht bullisch, das ist definitiv sehr, sehr negativ und darauf kommt es am Ende des Tages auch an bei der Tesla-Aktie. Denn wenn die Marge einbricht, dann könnt ihr auch ganz klar natürlich davon ausgehen, dass der Gewinn automatisch mit einbricht. Und wenn ihr euch zum Beispiel auch den Gewinn pro Aktie mal anschaut im Vergleich jetzt, wenn wir uns das mal anschauen jetzt in Q1 2023 im Vergleich zu Q1 2022, dann sehen wir auch ganz klar einen krassen Unterschied, dass das Ganze logischerweise auch eingebrochen ist, weil die Marge auch eingebrochen ist. Und daher auch die Erklärung, dass die Aktie jetzt erstmal abgestraft wurde. Weiterhin wird es also für Tesla extrem wichtig sein zu schauen, ob die Bruttomarge wieder nach oben korrigiert werden kann. Das heißt, entweder muss Tesla jetzt schauen, dass die Kosten so stark optimiert werden können, dass man die Bruttomarge wieder nach oben korrigieren kann. Oder zum anderen, Tesla müsste jetzt die Preise der Fahrzeuge wieder nach oben pushen und damit die Bruttomarge verbessern. Denn ich sage euch ganz klar, wenn dieses Jahr weiterhin genauso läuft, dass Tesla Fahrzeuge
dann günstiger verkaufen muss, dann wird die Marge darunter leiden und dann wird auch logischerweise der Aktienkurs immer weiter abgestraft werden. Ich bin ein ganz großer Fan von Tesla, ich bin ein ganz großer Fan von Elon Musk, aber ich muss rational an die ganze Geschichte dran gehen. Daher investiere ich ja das Ganze. Das ist jetzt hier kein Spaß oder Spiel. Du kannst aber trotzdem mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie du das Ganze siehst. Siehst du andere Kennzahlen vielleicht noch als wichtiger an? Ich achte jetzt weiterhin auf diese ganzen Geschichten, denn zum anderen, was natürlich sehr wichtig ist und warum Tesla so gehypt ist, ist das Thema Full Self Driving, also autonomes Fahren. Und da sehe ich noch nicht, dass wir jetzt dieses Jahr oder Ende nächsten Jahres beim autonomen Fahren jetzt so weit sind, dass das einen krassen Unterschied macht. Und Elon Musk hat ja selber einmal gesagt, overwhelming focus is solving full self-driving. And that's essential. And like, that's really the difference between Tesla being worth a lot of money and being worth basically zero. Bedeutet, Elon Musk geht selber davon aus, wenn autonomes Fahren von Tesla jetzt nicht gelöst wird, dann wird dieses Unternehmen auch nicht mehr so stark bewertet werden, wie es Stand heute bewertet ist. Da müssen wir definitiv drauf aufpassen, denn wie gesagt, Elon Musk ist ja auch zum Beispiel kein großer Fan von zum Beispiel Patenten. Weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das mitbekommen hat. Daher ist die Konkurrenz auch schon wirklich sehr, sehr dicht hier auf den Fersen hinter Tesla, obwohl die Margen immer noch nicht so weit sind wie bei Tesla. Aber wenn die Margen von Tesla immer weiter nach unten fallen, dann können wir auch natürlich davon ausgehen, dass das Ganze sich irgendwann dann eben anpasst. Was sehr, sehr schlau ist von Tesla weiterhin, und das möchte ich hier nochmal ganz kurz als positiven Punkt anbringen, ist, dass Tesla halt sehr viele Fahrzeuge in Umlauf bringen will. Das heißt, die Marktanteile wollen sie sich schon sichern und damit können die natürlich auch sehr viele Daten sammeln, um zum Beispiel autonomes Fahren dann wirklich irgendwann lösen zu können. Das erstmal soweit von mir, warum die Aktie so abgestürzt ist. Das heißt, die Bruttomarge ist hier definitiv entscheidend. Du kannst mir gerne dein Feedback unten in den Kommentaren lassen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.